Hallo, grüß Gott, technischer Support. Mein Name ist Christoph Bouvier. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Ja, schönen guten Tag. Hier ist Frau Frönlechzer und ich habe ein Problem mit meinem Computer. Guten Tag. Und zwar habe ich gerade den Computer gestartet und war nur auf wenigen Seiten. Dann kam diese Meldung: Beachtung, Fehler APC. Wie war das? Entschuldigung, ist ein bisschen klein. AP7MQ79 und dann Ihre Nummer. Ich wollte fragen, ob das jetzt ein Hinweis darauf ist, dass was mit dem Computer nicht in Ordnung ist. Oder können Sie mir da vielleicht helfen, bitte? Ja, genau. Also, wann haben Sie bitte diese Fehlermeldung bekommen, ob ich fragen darf? Habe ich irgendwas Komisches gesagt? Entschuldigung. Also, wann haben Sie diese Fehlermeldung bekommen? Ja, gerade eben vor einer Minute. Und ich habe zuerst überlegt, kann ich das selber bereinigen oder ist das Spam oder was? Und jetzt bin ich halt der Überzeugung, dass die Meldung richtig ist. Also, ich würde Ihnen diese Fehlermeldung erklären, ja. Was haben Sie genau bekommen, ja? Okay. Ja, bitte. Also, diese Fehlermeldung, die Sie jetzt bekommen haben, das ist eine Art Sicherheitsmeldung, ja? Okay, was bedeutet das? Das heißt, diese Warnung ist eine Warnung, die von einem unserer Partner, die sich auf Websicherheit spezialisiert sind, herausgegeben wurde, ja? Okay? Ja. Und die Auslösung dieser Warnung erscheint aufgrund einer falschen Handhabung des Surfens im Internet. Was bedeutet das? Das heißt, der Besuch auf Webseiten, die alle sehr riskant angesehen werden, wie zum Beispiel Online-Gaming-Seiten, diese Erwachsenenseite, bestimmte Werbungen oder durch das Klicken auf verdächtige oder anonyme E-Mails, deswegen erhalten Sie automatisch diese Warnung, ja? Okay. Riskante Website. Ich hoffe, dass Sie mich gut verstehen. Ich verstehe Sie gerade noch gut, Entschuldigung. Aber okay. was riskante Webseiten und was, wenn ich jetzt praktisch keine besucht habe, ja, die ist riskant? Also, das Problem, wenn Sie surfen auf dem Internet, Sie surfen ohne Sicherheit. Was bedeutet das? Das heißt, Ihr Computer ist ungeschützt. Deswegen, wenn Sie surfen, weil die meistens heute von den Webseiten, entweder Facebook, YouTube, alles, was wir auf dem Internet finden, ist alles schon beschädigt mit Schadprogrammen und Virus. Und wenn Sie surfen auf diese Webseiten, diese Probleme automatisch installieren auf Ihrem Rechner. Deswegen, wir reden hier heute hier über, dass Ihr Computer ist überhaupt ungeschützt. Deswegen, diese Probleme, Sie sind schon installieren auf Ihrem Rechner. Deshalb haben Sie heute diese Fehlermeldung bekommen, damit Sie Bescheid wissen, dass Ihr Computer ist voll mit dieser Fehler, ja? Okay. Na, ich bin gerade nur ein bisschen... Entschuldigung, ich muss das gerade so ein bisschen durch den Kopf gehen lassen. Also ich habe einfach, nur weil ich gemeint habe, der Computer wäre praktisch schon geschützt. Ich meine, dass gewisse Standard-Sicherheitsprogramme ja schon drin wären. Ich kenne mich leider damit nicht so toll aus. Und der Rechner gehört eigentlich auch meinem Partner, insofern. Ich bin halt lediglich drauf, aber meine Seiten können das eigentlich nicht sein, die ich besuche. Und aha. Ja, deswegen bin ich gerade ein bisschen verwundert. Aber genau, ja, ich verstehe Sie bekommen. Eine Frage. Ja. Die Sicherheitsprogramm oder die Antivirenprogramm, die in diesem Rechner, ist ein kostenlos oder bezahlen Sie für dieses Antivirenprogramm? Ich denke kostenlos. Also nicht, dass ich wüsste, dass kostenlos. dass mein Partner dafür was zahlt. Ich denke es sind nur so Standard-kostenlose Programme. Das ist nicht Ihre private Computer. Das gehört nicht zu Ihnen, dieser Computer, ja? Also er ist schon privat genutzt, aber er gehört hauptsächlich von meinem Partner, ja. Und lediglich zu Ihrem von mir, Partner, ja. Okay, deswegen. Ja. Ja. Und jetzt bin ich aber halt zufällig als die Meldung kommt. Mhm. Sie haben vollkommen recht. Aber damit Sie Bescheid wissen, dieses kostenlose Antivirenprogramm, das macht nur 50% von der Arbeit, weil dieses kostenlose Antivirenprogramm schützt Ihnen nur vorne. Und wie Sie wissen, jede Sekunde und jede Minute, es gibt tausend Schadprogramme und Virus, kann ich leider dieses kostenlose Antivirenprogramm entdecken. Oh, verdammt. Scheiße. Genau. Deshalb, weil die meistens
von der Webseite, weiß es nicht, ob ihr Partner diese erotische Seite besucht oder nicht. Aber die meisten von den Webseiten, die wir jetzt benutzen, sie sind gefährliche Webseiten, entweder YouTube, Facebook, wenn wir online Filme schauen. Alles, was wir machen jetzt auf Ihrem Rechner heutzutage, ist wirklich gefährlich. Deswegen, ich rede heute über den Computer, ist geschützt oder nicht. Deswegen, wenn Ihr Computer ist überhaupt ungeschützt, enthält ein kostenloses Antivirenprogramm, der Computer ist überhaupt ungeschützt, ja? Ja, ja. Und was soll ich jetzt sagen? Diese Probleme, wie gesagt, also wie wollte ich Ihnen sagen, liebe Damen, wenn Sie natürlich wollen Sie, wir werden Ihre Computer jetzt überprüfen, damit wir entdecken, warum haben Sie dieses Problem, wie sich handelt auf Ihrer Rechner und was können wir natürlich dagegen tun, wenn wir entdecken natürlich Probleme auf Ihrer Maschine. Sowas können wir Ihnen weiterhelfen. Das können Sie machen, wirklich. Also ich dachte nur, dass Sie mir halt sagen können, was an dem Computer faul ist sozusagen. Also da können Sie mir jetzt weiterhelfen. Das war ja super. Vielen Dank. Also wie gesagt, wir versuchen einen gesicherte Fernverbindung herzustellen. Entschuldigung. Hallo Rolli. Was machst du? Ich rufe gerade einen Technik-Support an für unseren Computer. Also ich hole mir mal ein Bier mal, ja? Ich liebe dich. Ich dich auch. Entschuldigung, mein Partner ist gerade heimgekommen. Den könnte ich gleich mal fragen wegen Webseiten oder anderen Virenquellen, was Sie gemeint haben. Weil, wie gesagt... Wie bitte? Ich wollte nur sagen, mein Partner ist gerade hinzugekommen. Er kommt gleich wieder. Ich würde ihn da mal fragen wegen Virenquellen, dass wir das in Zukunft einfach verhindern. Und was machen wir beide jetzt als nächstes, okay, bitte? Also wir werden eine Fernverbindung herstellen. Ja. Eine gesicherte Fernverbindung zwischen meinem Computer und Ihrem Computer, damit wir diese Diagnose durchführen können auf Ihrem Rechner, ja? Mhm, okay. Ist das sehr kompliziert oder? Also das ist so einfach, ja. Aber zuerst erlauben Sie mir ein paar Fragen. Auf welcher Internetseite haben Sie diese Fehlermeldung bekommen? Was haben Sie genau gemacht, als diese Nachricht erschienen ist? Ich war auf YouTube und ich meine... Auf YouTube, okay. Ja. Reicht das oder soll ich auch sagen, was für Videos ich da so gucke? Ja, kein Problem. Sagen Sie mir, wo waren Sie außer YouTube? Ja gut, ich meine, außerhalb YouTube, meinen Sie? Ja, ich schaue halt gerne, das ist so ein Hobby von mir, ich gucke halt gerne online nach kostenlosen Wallpapern, wissen Sie, für den Desktop? Weil es einfach so wirklich wunderschöne, ja, so kostenlose Wallpaper. Ich denke mir halt, wenn es die schon kostenlos gibt, warum muss ich dafür groß bezahlen? Und es gibt halt von sämtlichen Ländern Seiten aus Russland zum Beispiel, da wunderschöne Wallpapers. Aber bisher ist davon eigentlich nichts passiert. Es sind ja nur Bilder, oder? Und sonst, sonst gucke ich halt gerne nach verschiedenen Kochrezepten auf verschiedenen Webseiten, auch gerne international. Das war's eigentlich. Und ich checke E-Mails. Meine E-Mails halt auf Gmail. Du redest ja immer noch mit dir. Was ist los mit dem Computer? Was ist da los? Das wollte ich dich eigentlich gerade fragen, weil ich bin jetzt gerade auf YouTube gewesen und wollte mir wieder meine Faultier-Videos anschauen. Dann kommt diese Meldung, dass ein Support angerufen werden müsste, weil offenbar eine Störung vorliegt oder ähnliches. Und jetzt sagt mir der Herr vom Support, dass gewisse Seiten wahrscheinlich die Schuld dran tragen, die Viren verbreiten können, zum Beispiel Erwachsenenseiten oder YouTube, Facebook. Hast du damit irgendwas zu tun? Kannst du vielleicht was dazu sagen? Keine Ahnung, war vor der scheiß Tag bei der Arbeit, weißt du? Da war so ein Kunde, der hat immer du zu mir gesagt. Dann habe ich gesagt, Alter, du redest mich nicht mit du, hab mal ein bisschen Respekt. Und dann hat er sich beim Vorarbeiter beschwert, die haben mich abgemahnt, Mann. Schon wieder? Ja, Mann, das zweite Mal jetzt diesen Monat. Ich lasse nicht so respektlos mit mir reden. Nicht mal von mir, ne? Ja, von dir sowieso nicht. Ich frage mich, was überhaupt normal haben Frauen, um die Zeit in der Fabrik zu sein und zu arbeiten. Aber was ist jetzt mit dem Computer? Ich brauche die. Ich muss meinen Lebenslauf ausdrucken. Ja, der Computer ist anscheinend, ich weiß nicht, entweder virenverseucht oder... Neulich, als wir WM geguckt haben, haben wir Filme runtergeladen. Da fragt ihr mal, ob das daran liegen kann. Okay, entschuldigen Sie, genau, wie war Ihr Name nochmal?
Wie bitte? Wie war Ihr Name nochmal? Ich möchte Sie gerne bei Namen ansprechen. Also mein Name ist Christoph. Christoph Bouvier. Okay, darf ich Christoph sagen? Christoph. Ja, Christoph. Ja, kein Problem, ja, kein Problem. Dankeschön. Jetzt sagt gerade mein Partner, dass er auf Seiten war, wo man Filme runterladen kann. Komplette Filme. Okay, deswegen, man, ja. Genau, deswegen. Deswegen. Auch wenn es jetzt nicht direkt Erotikfilme sind, oder? Nein, Mann, das ist hier ja. Jurassic Park, der neue. Boah, der lohnt sich doch. Nein, der ist ja auch scheiße gewesen, Mann. Ja, siehst du, und jetzt haben wir diesen Mist hier auszubaden, wegen Jurassic Park. Jetzt haben wir Dinosaurier am Computer, oder was? Guck dir lieber den ersten nochmal an. Den haben wir schon so oft geguckt, Mann. Ja, es lohnt sich. Und jetzt aber jetzt guck mal auf den Bildschirm hier. Ja, was ist das denn? Zugangscode. Ja, ein Zugangscode. Der Christoph schaut jetzt auf unseren Rechner, er guckt nach, wo genau der Hund begraben liegt, und dann kann er uns eventuell eine Lösung bieten. Will er jetzt hierher kommen? Weil eigentlich wollte ich gleich duschen, Mann. Nein, er meinte, er kommt durch Fernzugriff so auf unseren Computer. Ist das richtig, Christoph? Genau, ja, das ist richtig. Hast du gehört, Rolli? Also Fernwartung oder was? Ja, so Fernwartung. Wie wir das auch machen. Eine Fernverbindung. Fernverbindung. Da bin ich ja gespannt, Mann. Lass den mal machen, Mann. Ich finde das interessant, Mann. Ja, du kannst die Tür also zugesperrt lassen. Ja, rattenstark, Mann. Okay. Alles klar. Das ist einfach so. Und dann habe ich zu Otto gesagt, nicht im Vorarbeit, habe ich gesagt, du kannst auch nicht so respektlos mit mir reden. Ich arbeite hier länger, als du auf der Welt bist. Und er ist halt zu Chef gegangen, der Feigling macht. Ach Gott. Okay. Und jetzt auch der Computer. Ich hole mir mal ein Bier, ja? Machst du das mal fertig? Ich komme gleich wieder. Ja, holst du mir einen Smoothie, bitte? Was für ein, willst du Erdbeer oder Gurke? Gurke, bitte. Ja, gleich wieder, da, Mann. Schmorgurke, bitte. Okay. Ja, so Sonderwünsche hier wieder hast, Mann. Ich bin armer Arbeiter, Mann. Tu, was ich sage, ausnahmsweise. Der nützige Mann, ja. Ist ja gut, Mann. Ist ja okay, Mann. Beruhig dich wieder. Okay, dann geh mal, ich mach den Rest alleine, okay? Ja, Mann. Tschüss. Hast Rattenstark, Mann. Rattenstark. Ist einfach so. Ja. Er ist Angela, Mann. Ja, sicher. Oh, Christoph, entschuldigen Sie bitte. Er hat ein bisschen was intus, das ist wohl von Berufswegen her. Und deswegen entschuldige ich mich total für sein Benehmen. Es gibt einen Grund, warum ich Abstinenzlerin bin, weil er braucht immer jemanden zum Autofahren. Kein Problem. Entschuldigung. So, jetzt machen wir die Fernwartung, oder? Okay, ja. Aber ich glaube, Sie haben uns schon mal angerufen, ja? Stimmt das? Ich habe Sie noch nicht angerufen. Ich sehe die Meldung auch zum ersten Mal. Weil Sie haben gesagt, das steht bei Ihnen ein Zugangscode, ja? Auf dem Bildschirm sehe ich gerade... Moment. Da sehe ich jetzt immer noch die Fehlermeldung. Und ein Fenster ausführen, aber das Fenster mit Zugangscode ist jetzt verschwunden. Da habe ich jetzt nicht ganz aufgepasst. Was ist los? Verschwunden. Weiß nicht, weil dieser Zugangscode, das ist normalerweise, Sie haben uns schon mal angerufen oder sowas. Normalerweise. Ich habe Sie noch nicht angerufen. Kann es sein, dass wir haben den Computer gebraucht geholt? Kann es daran liegen? Kann sein. Ja, kann sein. Dass der Vorbesitzer... Okay, kein Problem. Okay. Entschuldigen Sie bitte. Okay, dann kein Problem. Okay, dann folgen Sie mich. Also, und was für ein Gerät bitte nutzen Sie? Rechner, Laptop, Mac? Ein Rechner. Das ist ja das, was auf dem Boden steht. Okay, und sind Sie der Besitzer? Ah, das gehört zu Ihrem Partner, ja? Ja, genau. Okay. Und Schatz, hier ist ein Smoothings da. Dankeschön. Wir haben noch zwei mehr, wenn du nachher... Was ist das wieder repariert, Mann? Okay. Wann können wir den Rechner wieder verwenden? Haben Sie da eine ungefähre Zeitschätzung? Wenn Sie jetzt... Also wir müssen zuerst Ihre Computer überprüfen.
Ja. Damit wir entdecken, was für ein Problem haben Sie genau. Wenn wir entdecken Probleme, sage ich Ihnen die beste Lösung, was können wir natürlich dagegen tun. Ja? Okay. Ist es theoretisch möglich, okay, dass wir heute noch im Laufe des Abends den Computer verwenden können oder dauert das bis morgen? Wissen Sie das? Nein, das ist möglicherweise heute dazu, wieder zu verwenden, ja. Ach, zum Glück. Hast du gehört, Rolli? Heute wahrscheinlich ein paar Stündchen, nehme ich mal an, kann der Computer wieder verwendet werden. Willst du dich eigentlich um den Herrn kümmern? Eigentlich gehört der Computer ja dir. Oder ja, ich weiß mal. Vielleicht bin ich ja auch schuld mal. Ich weiß das ja nicht. Bleib mal zumindest bei mir, dann können wir das zu zweit anschauen. Vielleicht kannst du dem Herrn ein paar Fragen beantworten, die ich nicht beantworten kann. Vielleicht kannst du den Katzen mal Futter geben. Ich weiß nicht, wo das ist, Mann. Ich habe es schon zweimal geguckt. Was für Futter? Ja, für die Katzen, Mann. Ja gut, dann gehe ich mal los. Ja. Hältst du derweil die Stellung, bitte? Ja, gib mir den mal. Okay, hab dich lieb. Ich dich auch, mein Schatz. Hallo, wer ist da? Ja, hallo, schönen guten Tag. Ja, hallo, ich bin Roland. Okay, Herr Roland. Ja. Okay, Herr Roland, wie ich habe Ihnen Ihr Partner erklärt, wir müssen eine Fernverbindung herstellen zwischen meinem Computer und Ihrem Computer, damit wir eine Diagnose durchführen können auf Ihrem Rechner. Ja, ja, ist okay. Das jetzt wegen dem Film, den ich runtergeladen habe? Wie bitte? Ist das wegen dem Film, den ich geguckt habe, Jurassic Park? Ja, genau, kann sein, ja. Scheiße, Mann, Entschuldigung. Was sollen wir machen? Was? Deshalb, also, folgen Sie mich bitte. Sind Sie bitte jetzt vor Ihrem Computer? Ja, ich sitze da. Meine Frau kommt gleich wieder. Die macht nur die Katzen schnell fertig. Okay. Warten wir, bis Ihre Frau kommt, ja? Wir können das auch machen. Das wird dauern. Okay, kein Problem. Dann, ich bitte Sie, orientieren Sie sich auf Ihrer Tastatur ganz unten links. Auf die Tastatur unten links. Ja, das ist STRG. Steuerung. Also, es gibt eine Taste mit vier Quadrat, mit vier Fenster. Windows-Taste, Windows-Symbol. Ja, die ist da zwischen den beiden, drei in der Mitte von den vier. Genau. Die da, oder? Genau, ja. Ja, die also ist machen da. Machen Sie bitte Ihre Daumen. Genau, machen Sie bitte Ihre Daumen fest auf dieser Taste mit vier Quadrat, feste also, drücken. Feste draufdrücken, alles klar. Ja, habe ich gemacht. Und genau, und gleichzeitig mit anderen Finger drücken Sie auf das Buchstabe R wie Richard. Und beide ja, wie Roland, das ist wie mein Name. Roland, ja. GWE Roland, ja. Wie Herr Roland. Stark, Bruder. Genau, ja, ja, habe ich gemacht. Da ist so ein Fensterchen aufgegangen. Sehr schön. Ausführen steht. Genau, also in Ausführen, genau. Also in diesem Fenster schreiben Sie diese Adresse dreimal www. Also W wie Wilhelm. Meine Adresse soll ich da reinschreiben? Nein, ich werde Ihnen eine Adresse geben, ja? Das bekommen Sie von mir. Ja, Mann. Schreiben Sie in diesem Fenster dreimal W wie Wilhelm. W, W, W. Punkt. W, 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 Punkt, ja, Mann. Punkt. Punkt, ja. Soll ich Punkt schreiben oder das Punkt zeichnen? Nein, Punkt. Punkt alles zeichnen. Punkt das alles zeichnen, alles klar, Mann. Ja, habe ich gemacht. Und schreiben Sie weiter. Verbinden 1, 2, 3. Zusammengeschrieben, ohne Abstand. Verbinden. Soll ich da reinschreiben? Ja, schreiben Sie verbinden. Nach Punkt schreiben Sie verbinden. Verbinden. Ja, warte mal. Ich kann nicht so. Ich nicht verbinden. Verbinden. Das. Nicht verbinden. Verbinden. Wie verbinden. Baby Bertha. Ja, habe ich geschrieben. Die Verbindung. Verbinden. Verbindung 1, 2, 3. Nicht Verbindung. Verbinden. B wie Bertha. Ja, habe ich ja geschrieben. B. Verbinden. Alles klar. Alles klar. Ja, alles klar. Verbinden. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mit Zahlen. Zusammengeschrieben. Ohne Abstand. Also ohne Leerzeichen. Ohne Leerzeichen. Ja, habe ich gemacht. Alter. Punkt. Schluck hier trinken. Ja, Punkt. Komm, C-O-M. Cesar, Otto, Marta. Komm. Ja, ist das eine Internetadresse? Ach so, jetzt bin ich zurück. Wie bitte? Ja, meine Frau okay, ist hier. Ja, guck mal, wir sind schon ein Stück weiter. Ich habe jetzt hier verbinden 1, 2, 3. Okay. Ja, was soll ich jetzt machen, Mann? Und jetzt bitte auf OK drücken.
Auch okay drücken. Ja, Mann. Ja, jetzt geht da so ein Fenster auf. Technisches Supportprogramm. Genau, das ist richtig. Ja, Mann. Da steht jetzt grün verbinden drauf. Zugangscode. Ich werde Ihnen einen Zugangscode geben. Ja, soll ich das da reinschreiben oder was, Mann? Genau, ja. Also schreiben Sie bitte der. Ja, Mann, ist okay. Meine Frau kriegt die Tastatur. Okay, kein Problem. Also. Ja, weißt du, ich habe den ganzen Tag gearbeitet, also, meine Hände tun weh. Sie haben vollkommen recht. Ja, Mann. Ist hartes Leben auf Ihre Papa. Schauen Sie noch einen Grund, warum ich keinen Alkohol trinke. Ich muss auch noch für ihn tippen. Warten Sie stark, Mann. Was will ich nur ohne dich machen, Mann? Ja, ohne mich hätte es wahrscheinlich eine andere. Wie kannst du sowas sagen, Mann? Willst du Rolli Rohrleder persönlich beleidigen? Nein, 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 nein! Alter, sowas sagst du nie wieder, Mann. Zweifel nicht meine Treue an, Mann. Entschuldigung. Ich bin so ein bisschen auf der Rolle gefallen. Ich glaube, der hakt das, Mann. Ah, nein, es kommt nicht mehr vor. Das hoffe ich für dich. Entschuldigung. So. Und was jetzt, Mann? Okay. Also wir sind jetzt hier remote kontrolliert auf Ihrem Rechner. Was für ein Ding? Sehen Sie die Maus. Sehen Sie die Maus. Ja, sehen das Sie Ding die Maus sich, jetzt bewegt sich auf Ihrem einfach. Rechner. Sie bewegt sich einfach. Guck mal, Schatz, das sie bewegt ich. Sich einfach. Boah. Das bin ich, das mache ich das, ja? Schatz, okay. Kannst du noch mal so toll lachen wie eben? Genau so. Ja, aber eigentlich ist mir nicht ganz zu lachen zumute, wenn ich daran denke, was mit unserem Computer passiert ist. Ja, aber da steht ja kostenlos. Der Chef macht das schon. Ja gut, ich meine, ist ja Freitag, da kann man ein bisschen ausgelassener sein, denke ich. Ist einfach so, Mann. Und wenn man uns schon... Da brauche ich ja nicht unbedingt einen Freitag für, Mann. Ja, ich bin schon froh, wenn uns jemand helfen kann. Das ist was Wunderbares. Ich krieg 200 Puls, Mann, wenn das nicht klappt, Mann. 200? Das ist einfach so. Schon wieder heute? Ja, Mann, das ist 6. Mal. Boah, entspann dich doch wenigstens zum Feierabend, Mann. Und schau, wir haben doch... Ich wollte jetzt eigentlich einen Film runterladen. Das kann ich jetzt ja auch nicht mehr machen. Was für ein Film denn bitte? Wie hieß der? Alarm im Darm. Ach, nee. Das ist einfach so. Dann mache ich das wie immer, dann lösche ich ihn dir sofort, sobald ich sehe, dass er runtergeladen wurde. So, und du wunderst dich in deinem Suff, wo ist denn der Film? Ja, das ist einfach so. Das ist die Tragik in unserer Beziehung, Mann. Alarm im Darm ist tragisch, das sage ich dir. Ja, ist einfach so. So, Chef, was können wir jetzt machen da? Okay, also ich werde jetzt einen Scan jetzt installieren auf Ihrem Rechner. Dieser Scan überprüft Ihre Systeme. Also ich werde einen Scan installieren auf Ihrem Rechner. Ja, wir haben einen Scanner. Soll ich den Scanner anmachen? Wir haben so einen HP-Scanner. Also, nein, das würde ich selber machen. Das ist sonst, nein. Nein, lassen Sie bitte jetzt die Maus. Nichts machen. Ich arbeite jetzt auf Ihrem Computer, ja? Olli, lass die Maus los, hat er gesagt. Ja, Entschuldigung. Ja, okay. Du hörst nicht, weil du so besoffen bist. Okay, ich werde jetzt einen Scan jetzt installieren auf Ihrem Rechner. Dieser Scan überprüft Ihr System, Ihre Festplatte und Ihre Speichern und entdeckt dabei, wie viele Probleme enthält Ihr Rechner, ja? Okay. Ja, Mann. Habe ich verstanden. Das ist hier. Okay, ich muss hier etwas anderes hier machen. Also haben Sie bemerkt in der letzten Zeit, dieser Computer langsam läuft? Ja, Mann. Sieben Filme habe ich runtergeladen an dem Tag. Das ist, als Deutschland aus der WM rausgeflogen ist, Mann. Okay, deswegen. Ja, Mann, der Computer ist genauso langsam. Mhm.
Alles klar. Okay, ich werde hier Internet Explorer hier benutzen. Internet. Normal benutze ich den aber gar nicht. Hallo Meister. Ja, ich bin noch da, ja. Ja, was ist da los? Also hier, das ist hier dieser Scan hier. Ja, ich kann kein Englisch lesen. Ich verstehe das nicht. Schatz, was steht da? Ja, ich werde Ihnen alles erklären, ja. Ja, Mann. Okay, wie ich habe Ihnen gesagt, dieser Scan überprüft Ihr System, Ihre Festplatte und Ihre Speichern und entdeckt dabei, wie viele Probleme enthält Ihr Rechner, ja? Einen kleinen Moment, bleiben Sie bitte kurz am Apparat. Ja, Mann, ich habe Zeit, Mann. Schatz, Mann, was machen wir, wenn das nicht wieder funktioniert, Mann? Dann würde ich sagen, wir schauen uns wieder nach einem gebrauchten Rechner um, weil was Neues können wir uns eh nicht leisten bei deinem Lohn und bei meinen. Und ich würde sagen, das mit dem Filme runterladen können wir uns in Zukunft schenken. Willst du gerade sagen, dass ich dich nicht ernähren kann, Mann? Das wollte ich jetzt nicht gerade sagen, aber in Bezug auf Computern kann man sagen, das könnte schon ein bisschen mehr sein, was du verdienen könntest bei dem, was du täglich abziehst. Ja, Mann, es müsste eigentlich viel mehr dabei rumkommen, aber es fragt mich ja keiner, Mann. Puh. Okay. Lad einfach keine Filme mehr runter, sag ich einfach mal. Ja, Mann. Sowas wie Alarm im Darm braucht kein Mensch. Ja, das ist ja egal eigentlich, Mann. Also sehen Sie, jetzt beendet hier die Scan. Also dieser Scan, wie ich habe, sehen Sie hier, wie viele unnötige Programme haben wir entdeckt. Fast 100 unnötige Programme haben wir auf Ihrem Rechner entdeckt, ja? Oh, oh Scheiße, Mann. Sollen wir Rassig anrufen? Der kann doch, er kann das reparieren, Mann. Ja, könnten wir eigentlich machen. Soll ich das Telefon? Ja, nachher. Jetzt lass den Meister erstmal machen. Ja. Ah, der muss da mitbezahlen, weil der hat auch die Filme geguckt. Was kostet das überhaupt, Mann? Also zuerst, wir werden das überprüfen. Ich werde auch zuerst Ihnen erklären, von wo haben Sie diese Probleme, und ich werde Ihnen detailliert erklären, was müssen Sie machen auf Ihrem Rechner, ja? Ja, Mann, ich habe verstanden. Okay, dann hier, sehen Sie hier, Sie haben hier 99 hier Probleme. Diese 99 Probleme, wie ich habe Ihnen Partnerin, habe ich Ihnen erklärt, das kommt meistens von den Webseiten, die Sie benutzen. Weil diese Webseiten, die Sie benutzen, sie sind schon beschädigt mit Schadprogrammen und Virus. Und wenn Sie surfen auf diese Webseiten, Ihr Computer automatisch infiziert mit dieser Fehler, ja? Ja, ist das, wir sind neulich auf, da haben wir abends beide mal ein bisschen Bock gehabt. Da waren wir auf, ich spann dich auf den Bock.com. Kann das ein Problem gewesen sein? Genau, ja, da, genau, ja. Alles ist möglich. Und Scheiße, ich frage da bitte, wie alt Ihr Computer? Wie bitte? Und ich frage da, wie alt Ihr Computer ist? Das, vielleicht 2 Jahre, Mann. 2 Jahre, okay. Okay, wie gesagt, diese Probleme, die Sie jetzt sehen, das war nicht heute haben Sie diese Probleme, sondern schon lange Zeit, seit vielleicht 1 Jahr oder 2 Jahre diese Probleme jeden Tag installieren auf Ihrem Rechner. Aber wenn Ihr Computer kann nicht mehr behalten, ja genau, wenn Ihr Computer kann nicht mehr behalten, kann nicht mehr arbeiten wegen dieser Probleme, wird Ihnen eine Fehlermeldung schicken, damit Sie Bescheid wissen, dass Ihr Computer ist voll mit dieser Fehler, ja? Ach, oh, Scheiße, Mann. Oh, kann man das referieren? Ich werde hier zuerst eine zweite Scan hier starten. Dieser zweite Scan überprüft Ihre persönliche, ja genau, überprüft Ihre persönliche Dateien, ob Sie in Sicherheit speichern oder nicht. Wir werden sehen, inwiefern Ihre persönliche Dateien gefährdet sind, ja. Ja, weil der ist, muss ja sehr auf der externen, ist ja der Lebenslauf von meiner Freundin und von mir drauf. Das soll ja keiner sehen, Mann. Sonst wissen Sie ja, wo wir wohnen, Mann. Dann rufen die hier alle an. Ja, wie bitte? Das ist wichtig, dass die Daten sicher sind. Ja, genau, ja. Das ist hier Accept. I accept. Next, next, next. Möchtest du auch eine Erdbeere, Schatz, haben? Ja, gibst du mir eine bitte? Ja, mach am Mund auf. Da hast du. Du sollst nicht den Stier mit essen.
ist in Rachen geflogen. Also du übertreibst das auch mal wieder zu sagen. Entschuldigung, ich muss immer so lachen, wenn mir eine Erdbeere in den Mund geschossen wird. Ja, vielleicht sollten wir, du bist da nicht mehr normal, aber das ist ja das Tolle, Mann. Ich meine, wenn es nicht so läuft in der wie in der Werbung halt. Ja, Mann, wir haben bestimmt 1000 Aufnahmen dafür gebraucht. Du brauchst, ja, vor allem, du brauchst ja nochmal 1000 Mal, weil du so besoffen bist. Ja, lass mich doch, es ist Freitagabend, Mann. Ich hab eine harte Woche gehabt, von Dienstag bis Freitag. Magst du ein Stück Banane? Nee, Mann. Magst du dafür auch eine Erdbeere? Ja, Mann. Okay, München auf. Warte, ich klopfe dir auf den Rücken. Da willst du mich umbringen, Mann. Nein, 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 bleib ruhig. Das ist doch Wahnsinn, Mann. Bleib ruhig, bitte, bleib ruhig. Ich, das war keine Absicht. Entschuldigung. Alles gut, Mann. Geht's dir wieder gut? Ja, Mann, gib mir mal ein bisschen Pervitin, Mann. Ich muss wieder auf den Damm kommen, Mann. Ja, Moment, ist in der Schublade. Rattenstark. So. Da. Nimm, nimm. Da, hier. Halt du direkt vor die Augen. So. Das hat gut getan. Das glaube ich. Du solltest mehr Erdbeeren essen und weniger Alkohol trinken, sage ich dir. Wir können ja Erdbeeren mit Likör kaufen. Du sollst auch Erdbeeren nicht erst essen, wenn sie schon gären, nur weil sie für dich dann leckerer sind. Ja, natürlich, weil Vitamine bleiben konserviert, Mann. Aber da ist auch Alkohol drin. Ja, eben, Mann. Das ist zwei Klappen mit einer Fliege geschlagen. Den kann ich nur nicht. Das ist einfach so. Du hast nicht mehr alle Schränke der Tasse. Nee, echt nicht. Deswegen liebst du mich ja, Mann. Ja, Mann. Was ist jetzt mit dem Computer? Olli! Weiß ich nicht, der Chef ist da noch. Chef, was ist los da? Ich hab nicht so gut aufgepasst wie du. Okay. Christopher, alles klar. Ja, weil ich höre, was sie jetzt machen, ja, deswegen. Nee, ja, okay, das ist hier ein. Das ist hier dieses Scan hier. Ja. Scan now hier. Ja, würden wir jetzt überprüfen. Ja, ich kann. Was steht da? Ich kann kein Englisch lesen. Scan your PC. Also, dieser Scan. Ja, und was heißt das, Mann? Wenn also, du das vorliest, verstehe ich das also trotzdem. Also, dieser Scan überprüft Ihre persönlichen Dateien, ob Sie in Sicherheit speichern oder nicht, ja? Ja, Mann. Also, sehen Sie hier oben, sagt Ihnen hier Warning. Das heißt, Achtung auf Deutsch. Your information is exposed. Wissen Sie das, was bedeutet hier auf Deutsch? Ich kann kein Englisch, Mann. Ich kann hier, also, wie heißt das? Portugiesisch, Mann. Also das bedeutet, Ihre Dateien sind aufgedeckt auf dem Internet, sind leicht zugänglich ist, ja? Ja, Mann. Genau. Deshalb, Ihr Computer braucht unbedingt eine tiefe, komplette Reinigung mit einer Reparation dazu, damit alle diese Probleme entfernen von Ihrem Rechner, ja? Ja, Mann. Genau. Das ist hier, warum haben Sie diese Fehlermeldung bekommen? Weil Ihr Computer ist voll mit dieser Fehler, ja? Ist voll, ja, genau wie ich, Mann. Genau. Ihr Computer braucht eine Reinigung mit einer Reparation dazu, damit Ihr Computer wieder normal funktioniert, wieder schneller läuft und, ja, wieder, Mann, und wieder sauber bekommen, ja? Genau. Das ist einfach so, das sage ich, ich sage immer, das ist einfach so. Darfst du dich nicht wundern. Ja, wenn Sie das wollen, wir haben unseren Fachmänner. Wir können das jetzt für Sie machen, diese Reinigung. Ja, bist du das nicht dauert mindestens von ja, drei. Ja, wollen wir das. Schatz, der hat richtige Fachmänner, die helfen uns, Mann. Wer bitte? Ich habe nur gerade zu meiner Frau gesagt, dass sie Fachmänner haben, die das reparieren. Ja, gut, aber also, wie gesagt, wenn Sie das wollen, wir. Hallo? Ja, hallo, ich höre Sie. Ja, ich wollte Sie nicht unterbrechen, Mann. Also, wie gesagt, wenn Sie das wollen, wir haben unseren Fachmänner. Wir können das jetzt für Sie machen, diese Reinigung. Ja, Mann. Diese Reinigung dauert mindestens
Das dauert mindestens von 3 bis 4 Stunden. Mindestens. So lange. Diese Probleme entfernen. Ja, genau, weil Ihr Computer ist voll mit dieser Fehler und das braucht ein bisschen Zeit. Oh, mindestens von 3 bis 4 Stunden. Mindestens. Das ist scheiße, Mann. Wenn aber Sie, Christoph, vielen, genau, Dank, Sie, vielen Dank, dass du uns hilfst, Mann. Dankeschön. Wenn Sie das wollen, wir fangen jetzt mit dieser Reparatur. Ja, du bist 3-4 Stunden Maximum. Bekommen. Du bist für mich wie ein Bruder, Mann. Dankeschön. Ja, Mann, ist einfach so. Und 3-4 Genau. 3-4 Stunden Maximum bekommen Sie Ihren Computer sauber, wie neu geboren. Alle diese Probleme entfernen von Ihrem Rechner. Und Ihr Computer wird geschützt, damit Sie natürlich in der Zukunft keine mehr Probleme haben, natürlich auf Ihrem Rechner, ja. Rattenstark, Mann. Das ist einfach so. Genau, ja. Sowas können wir Ihnen weiterhelfen. Entschuldigung. Schatz, kannst du, ich muss mal kurz zur Toilette. Kannst du kurz das Telefon nehmen? Ja, okay. Okay, ja, nehmen Sie Ihre Zeit. Ja, mal. Bis gleich. Bis gleich. Soll ich dir was mitbringen von da? Ich könnte noch mal einen Schmorgurken-Smoothie vertragen. Rattenstark. 1 oder 2? 2 haben wir noch. Dann muss ich nicht noch mal laufen. Bring mir beide mit, dann alles klar. Noch mal ein. Dankeschön. Rattenstark, Bruder. Dankeschön, Dankeschön. Ich freue mich so auf die Schmorgurken-Smoothies. So, das liebe ich am Freitagabend. So, jetzt habe ich wieder die Steuerung oder das Steuer übernommen, Entschuldigung. Was kann ich jetzt machen? Genau. Also wie ich habe Ihrer Partner erklärt, Ihr Computer braucht unbedingt eine tiefe, komplette Reinigung mit einer Reparation dazu, damit alle diese Probleme entfernen von Ihrem Rechner, ja? Ja. Damit natürlich Ihr Computer wieder sauber bekommen, wieder normal läuft und wieder schneller läuft, ja? Ja. Okay. Genau, weil dieser Computer ist voll mit dieser Fehler. Und dieser Fehler, wie gesagt, das ist eine Bedrohung für Ihre Rechner, weil mit der Zeit werden Sie dann Kontrolle auf Ihrem Computer nicht mehr haben, werden Sie Ihre Rechner verlieren. Und das ist auch eine Bedrohung für Ihre Dateien, weil diese Probleme ganz einfach, Sie können hereinzukommen auf Ihren Dateien, ja? Ja, okay. Genau. Deshalb, Ihr Computer braucht unbedingt eine tiefe, komplette Reinigung, damit Ihr Computer wieder sauber bekommen, ja? Also komplett sauber, ohne Viren, ohne irgendwas? Genau, ja. Ach. Natürlich, wie ich habe Ihrem Mann erklärt, wenn Sie das wollen, wir haben unseren Fachmänner. Wir können das jetzt, wie Sie machen, diese Reinigung. Das dauert mindestens von 3 bis 4 Stunden, mindestens, damit alle diese Probleme entfernen von Ihrem Rechner. Nach 3-4 Stunden bekommen Sie Ihren Computer sauber, wie neu geboren, alle diese Probleme entfernen von Ihrem Rechner. Und Ihr Computer wird geschützt, damit Sie natürlich in der Zukunft keine mehr Probleme haben, natürlich auf Ihrem Rechner, ja. Das wäre super, aber damit das in Zukunft wirklich so sauber bleibt, was können wir da eigentlich dabei steuern? Ich meine, wir können nicht jedes Mal Sie anrufen, oder? Und ein Virus riskieren. Also wie gesagt, wenn wir arbeiten jetzt auf Ihrem Rechner, bekommen Sie von uns ein komplettes Sicherheitspaket. Ach so. Bekommen Sie einen professionellen, genau, bekommen Sie einen professionellen Antivirenprogramm. Besser alles, die Sie haben auf Ihrem Rechner. Schatz, bekommen wir Sie einen professionellen Anti-Malware. Dann frag mal beim Nachbarn, ob die uns was abgeben können. Ja, nachher. Ich habe hier ist ein Getränk, Mann. Dankeschön. Ah, herrlich. Ah, erfrischend. Ja, also Rolli, du weißt Bescheid. 4 bis 5 Stunden lang müssen wir auf den Rechner verzichten. Kannst du das? Oh nein. Ja, doch. Ja, muss ich ja wohl. Ja, doch, ja. Also, wie gesagt, brauchen Sie nicht am Apparat zu bleiben oder sowas. Die Hauptsache, Ihre Computer im Strom verbunden lassen und einschalten lassen. Und natürlich, wir fangen jetzt mit dieser Reparatur. Wie ich habe Ihnen gesagt, das ist Maximum von 3 bis 4 Stunden. Maximum. Ja, und da ist es ein Virus drauf, oder was? Also, Sie haben dabei viele Probleme auf Ihrem Rechner, deswegen haben Sie diese Fehlermeldung bekommen. Ja, und damit natürlich, wenn wir arbeiten natürlich auf Ihrem Rechner, bekommen Sie von uns einen professionellen Antivirenprogramm. Besser alles, die Sie haben auf Ihrem Rechner. Bekommen Sie... Mhm. Ja, Mann. Entschuldigung, er ist betrunken. Genau, bekommen Sie einen professionellen Anti-Malware und Anti-Spyware. Das ist gegen die Schadprogramme. Wir werden Ihnen schützen gegen die Hacken, damit Ihre persönlichen Dateien in Sicherheit bleiben. Was und einen Werbeblocker, das ist gegen...
Genau. Und das ist ein Werbeblocker, das ist gegen die Werbeseite, damit Sie natürlich in der Zukunft keine mehr Probleme haben auf Ihrem Rechner, weil die Sicherheitspaket wird Ihnen automatisch schützen, falls Sie irgendwelche Webseite besuchen, damit Sie natürlich Sie und Ihre Computer in Sicherheit bleiben, ja. Das ist Ihr Sicherheitspaket. Genau. Das ist einfach so. Genau. Wenn Sie natürlich das wollen, natürlich, wir werden das jetzt arbeiten auf Ihrem Rechner. Drei, ja, vier Stunden können Sie Ihre Computer weiter benutzen. Das ist super, Mann. Vielen Dank, Mann. Vielen Dank. Du hast mir echt meinen Abend gerettet, Mann. Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Aber wie gesagt, damit Sie Bescheid wissen, weil das ist eine Arbeit für einen Fachmann, mindestens, ja, von 3 bis 4 Stunden. Ehrlich gesagt, diese Arbeit, es wird für Sie kosten, es kostet für Sie Geld, ja, damit Sie Bescheid wissen, ja. Ach, was kostet das denn? Schatz, das kostet Geld, Mann. Also, sage ich Ihnen, also, ich will Ihnen erklären, also, bei uns, Sie haben dann Wahl zwischen 2 Möglichkeiten. Entweder eine tiefe, komplette Reinigung mit einer Reparation dazu für 6 Monate Garantie oder eine tiefe, komplette Reinigung mit einer Reparation dazu für 1 Monat Garantie. Was bedeutet diese Garantie? Das heißt, mit dieser Garantie bekommen Sie von uns einen Fachmann, das ist Ihr eigener Fachmann. Irgendwelche Probleme haben Sie in der Zukunft auf Ihrem Rechner? Ja, Sie können diesen Fachmann anrufen, wird Ihnen helfen, kostenlos, ohne Sie etwas zu bezahlen. Das ist hier der Vorteil von dieser Garantie. Das ist richtig, richtig gut, Mann. Genau. Genau. Und neben dieser Reinigung, wie ich habe Ihnen gesagt, bekommen Sie ein komplettes Sicherheitspaket. Also, ich werde Ihnen jetzt erklären, was werden wir Sie kosten. Also, die erste Möglichkeit, eine tiefe, komplette Reinigung plus einen Sicherheitspaket für 6 Monate Garantie. Das wird für Sie kosten, ja. Für 6 Monate Garantie. Das ist für 199 Euro kosten. Oder die zweite Möglichkeit, eine tiefe. Nein. 199. 199. Ich gebe dir mal meine Frau, ich verstehe, was er sagt, Mann. Okay. Ich habe ihn verstanden, Schatz. Was also, hat er denn gesagt? 199 Euro. Dafür kann ich 3-mal das Laufhaus hier. Ja, ja, dann lässt es eben 3-mal sein und, in dieser Zeit. Und wir haben einen sauberen Rechner. Und sage ich Ihnen die zweite Möglichkeit. Eine tiefe, komplette Reinigung. Plus ein Sicherheitspaket für 1 Monat Garantie. Das ist für 99 Euro kostet. Ja, aber dann natürlich, sind wir auch schon fast wieder bei Alarm und Samen, Mann. Wie bitte? Ich habe gerade mit meiner Frau gesprochen. Ja, okay. Willst du damit sagen, dass der günstigere Dienst jetzt nicht so gut ist, wegen deinen Filmen oder was? Ja, Mann. Kann man danach Filme gucken, Chef? Oder ist das gefährlich, Mann? Also ist besser, wenn Sie das für 6 Monate Garantie machen, weil was bedeutet das? Weil mit dieser Garantie Sie bekommen von uns einen Fachmann. Falls Sie in diesem Period ein Problem haben, Sie können dieser Fachmann anrufen, wird Ihnen helfen kostenlos, ohne Sie etwas zu bezahlen, damit Sie natürlich Sie und Ihre Computer in Sicherheit bleiben. Ja. Das was ich Ihnen empfehlen, ist besser für Sie, damit Sie natürlich in komplett Sicherheit bleiben. Ja. Das ist hier. Mhm. Komplette Sicherheit. Klingt und natürlich, damit Sie natürlich, wie ich habe Ihnen gesagt, damit Sie natürlich und Ihre Computer in Sicherheit bleiben. Und natürlich, die Entscheidung gehört zu Ihnen. Entweder wollen Sie das machen für 6 Monate oder für 1 Monat. Ja. Aber wie gesagt, unsere Arbeit zuerst, in erster Linie hier Ihnen zu raten, was müssen Sie machen, natürlich für Ihre Computer. Ja. Aber die Entscheidung natürlich, das gehört zu Ihnen, ja. Ja, Mann, das ist einfach so. Schatz, was wollen wir machen, Mann? Ja, nehmen wir halt die... Also, wie... Oh, Rolli. Schatz, die Schüssel, Mann, Schüssel. Ja, Moment. Oh, nee, voll aufs T-Shirt. Ja, was soll ich machen, Mann? Das ist ein langer Tag gewesen, Mann. Ja, ich... Trotzdem. Oh, gut, dass Sie da nicht dabei sind. Entschuldigung. Aber boah, gut, dass Sie das Telefon nicht riechen können. Oh. Kein Problem. Nein, ich bin es ja einigermaßen gewohnt, aber trotzdem ist es nicht so appetitlich.
appetitlich, was Freitag hier so abgeht. ja, zur Frage wegen ja, was meinst du, Rolli? Nehmen wir das für 199 Euro, dass einfach der Computer etwas sicherer ist? Ja, Mann, wir sind auch bei der Techniker Krankenkasse. Die wird es bestimmt übernehmen, weil es ja so eine Vorsorge gibt, Mann. Ja. Dann. Okay, kein Problem. Dann machen wir das für 6 Monate. Ja, ich hole, soll ich die Krankenkassenkarte holen, Mann? Okay, kein Problem. Dann bitte hier, ja, sehen Sie hier unten hier einen Hallo hier von mir. Können Sie mir bitte hier unten hier Ihre Vorname, Familienname und die E-Mail-Adresse hier bitte schreiben? Vorname, ja, Familienname und die E-Mail-Adresse. Ja, Mann. Dankeschön. Reeperbahn Gangster in Schülerprogramm. Also, Ihre Vorname und Du musst sagen, was ich tippen muss, weil ich weiß nicht, wie du heißt und so. Also warte, 3, 2, 1. Hallo? Ja, ich heiße Roland Rohleder. Ja, können Sie das hier unten schreiben? Ja, schreiben Sie bitte unten, ja? Ja, und Roland. Bitte Ihre E-Mail, Rohleder. Ja, und bitte die E-Mail-Adresse. Und bitte E-Mail-Adresse auch, ja? Ja, reeperbahngangster@gmail.com. Ich muss ihm mal kurz helfen mit Tipps. Ja, hilf mir. Ich finde die Enten-Taste nicht mal. Aber du musst auch sagen, was er wissen möchte, ja? Weil ich weiß ja auch nicht alles. Ja, und bei Vorname musst du Roland reinschreiben. Ja, habe ich ja. Roleder. Ja, hallo? Ja, hallo? Okay, Sie heißen Herr Roland Roleder, ja? Ja, Mann, das ist einfach so. Das ist schon seit geraumer Zeit, Mann. Okay, ich werde das notieren. Also, Herr Roleder, haben Sie uns angerufen? Das ist mit Ihrer Handynummer oder Festnetznummer? Das was? Haben Sie uns angerufen? Mit Ihrer Handynummer oder Festnetznummer? Ja, Festnetz, Mann. Festnetz, okay. Bleiben Sie bitte kurz am Apparat. Ja, natürlich. Wo soll ich denn hingehen mit vollgekotztem T-Shirt, Mann? Entschuldigen Sie. Okay, bitte, wie lautet bitte Ihre Postleitzahl, bitte? Was? Wie lautet die Postleitzahl, Ihre Postleitzahl? 13349. 13349. Bis Berlin, okay. Mann. Bis Berlin, ja. West-Berlin, Mann. Nur West-Berlin, das ist Berliner, Mann. Das ist einfach so. Okay. OKW, Mann, das waren gute Zeiten, Mann. Genau, ja. Okay, lieber Herr, haben Sie vielleicht, ob ich fragen darf, Ihre Frau hat einen E-Mail-Adresse? Was weißt du? Ihre Frau hat einen E-Mail-Adresse, Ihrer Partner? Ja, sicher. E-Mail-Adresse? Ja, Mann. Ja, können bitte die E-Mail-Adresse von Ihrer Frau haben, bitte auch? Ja. E-Mail-Adresse bitte. Hier. Jacqueline86@hotmail.com. Okay, schreiben Sie hier bitte und. Ja, Jacqueline86@hotmail.com. Warum okay, brauchst du zwei E-Mail-Adressen? Warum? Weil die erste E-Mail-Adresse, die mir gegeben haben, funktioniert nicht, ja. Deshalb habe ich gefragt. Kleiner Moment, ich muss das hier nochmal. Lol, der schaut nach auf der Homepage von Hotmail und Gmail, ob es die Adresse gibt. Was ist das denn für einer, Mann? Okay, warte, 3, 2, 1. Märkische Heide, märkischer Sand, du findest mich am Wodka-Stand. Der ist einfach so. Ah, dein Lieblingslied. Ja, Mann, ihr Brandenburg-Hymne, Mann. Sag mich stark. Okay, alles klar. Okay, dann ich werde hier Ihnen jetzt einen Zahlungslinker hier schicken. Was für okay. Also, ob ich frage... Ein Zahlungslinker, ein Zahlungslinker schicken. Ja, wenn wir Zahlungslinker also, schicken, Mann, was ist dein Problem, Mann? Willst du mich beleidigen, oder was? Wie bitte?
Willst du mir eine Zahnlücke schicken? Kannst du auch eine haben. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ich meine. Er hat mich gerade bedroht. Ich meine eine Zahlung. Warum wieso redest du? Also, ich meine ein. Also, ich werde Ihnen eine Zahlung linke. Das ist Zahlung linke. Eine Klinke? Zahlung linke. Es scheitert an Türen. Eine Zahlung. Erwarte, ich schau mal kurz. Zahlung. Ja, brauchst du Leinung. Türknauf oder wir Türklinke? Haben... Wir haben beides da. Hast du mich gerade ausgedacht, Mann? Also, wir haben, unsere Haupttür hat eine Klinke aus Messing. Habe ich nachgesehen. Ja, aber die ist zu wertvoll. Da können wir Patronenhülsen draus machen. Vielleicht können wir mit der bezahlen. 200, Mann! Wuhu! Ja, hallo, ich höre Sie. Ja, Mann! Okay, also wie gesagt, Herr Roland, wie möchten Sie uns bezahlen? Also bei uns, es geht die Bezahlung entweder mit Visa, Mastercard oder es geht auch mit dieser normalen EC-Card. Wie möchten Sie uns bezahlen? Ja, Mann, ich glaube, ich habe letzte Nacht so eine Mastercard, Mann. Mit einem Mastercard? Ja, Mann. Okay, ich werde Ihnen hier einen Zahlungslinke hier schicken. Was für ein Ding, Mann? Also, einen kleinen Moment. Sie werden das sehen auf Ihrem Rechner, ja? Sag mal. Das ist hier. Ich weiß, das sage ich jedes Wochenende, aber ich glaube, ich werde nie wieder was trinken, Mann. Das sagst du jedes Mal. Ja, Sie haben vollkommen recht, ja. Es ist einfach so. Ich habe immer recht. Und das schon seit geraumer Zeit, Mann. Genau, ja. Aber speziell sagst du das am Wochenende, weil du da besonders viel trinkst. Ja, ist einfach so. Das ist einfach so. Ich nehme meinen Smoothie. Pass auf. Das läuft einfach. Das läuft, Mann. Du bist sehr, sehr gesund zum Glück. Ja, ich habe mit dem Trinken aufgehört, als ich dich kennengelernt habe, ironischerweise. Ja, vielleicht habe ich das ja für dich übernommen, Mann. Ja, das Gefühl habe ich schon länger. Ist einfach so. Hast du noch die Karte von 50 Marketing, Mann? Ja, die habe ich da hinten liegen. Warte mal, auf der Kommode. Reisegutscheine, warte mal. Noch Reisegutscheine, Dinner for Dogs, Futterprobe. Puh, so ein großer Sack, Mann. Ah, da, warte mal, ich hab's gefunden da unten. Unter dem Sack. Liegt wahrscheinlich neben dem ganzen Hundefutter, oder? Ja, aber zum Glück kann man die Karte gut erkennen, die ist im Goat-Design, deswegen... Rattenstar, Goat-Design, rettet uns immer wieder den Tag, Mann. Ja, allem, kann man doch leichter sehen. Vor allem das neue Banner ist so geil, Mann. Ja, gut, ich finde... Oh. Ach. Hast du jetzt gehustet oder genießt? Das war so eine epische Mischung aus beidem. Eigentlich müsste ich damit ins Fernsehen kommen. Oh, ist ja ekelhaft. Ja, bei dem Fernsehprogramm, glaube ich, kannst du dir das echt erlauben. Siehst du, das ist einfach so. Ich weiß schon, was ich sage, weil ich sage das seit geraumer Zeit. So, du wolltest die Karte, so. Ich gebe sie dir direkt in die Hand. Schau mal da, nicht umkippen. So. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja. Hast du sie fest in der Hand? Okay. Kann ich loslassen? Ja, Mann. Ja, lass los. Okay. Arnie, okay. Du sollst nicht also. Loslassen, nur die Karte. Ach so. Also, Herr Roland. Ja. Ja, ich bin immer noch da. Er ist immer noch da. Okay. Herr Roland, sehen Sie, das ist hier, dieser Beitrag hier. Das ist hier für 6 Monate hier Garantie hier. Websicherheit hier. Ja, was, das steht schon wieder auf Englisch, Mann. Was heißt das? Also Assistenz, was ist das? Das ist hier auf Deutsch hier, ja. Assistenz 6 Monate hier. Da steht Assistenz 6 Monate Websicherheit. Was ist Assistenz, Mann? Also das ist hier diese Garantie, ja, für 6 Monate. Also und ihr seid von Microsoft oder was? Ja, stimmt, das wollte ich eigentlich auch sagen. Wir sind hier online-technische Helfer. Ja, da steht Microsoft. Online-technische Helfer. Ja, genau. Sehen Sie hier, oben hier, das ist hier die Adresse von Ihrer Frau, ja? Ja, Mann, das ist einfach so. Genau. Also, Sie haben mir gesagt, dass Sie einen Mastercard haben, ja? Ja, von 5. Marketing, Mann. Haben Sie ein Master oder Maestro? Das ist ein Unterschied.
Mastercard. Okay. Rattenstark, Bruder. Okay, dann bitte. Dann bitte hier, bitte, Ihre Adresse hier bitte schreiben. Die Straße mit Hausnummer. Ja, Türkenweg 65. Ich glaube, du musst das eintippen, Rolli. Okay. So, Türkenweg 65. Sag geraumer Zeit. Das ist hier die Stadt. Nein, das ist Berlin. Die Stadt hier unten hier. Es gibt doch keine Stadt, Berlin, die Türkenweg und heißt, Mann. Wir sind doch hier nicht in Nordkorea, Mann. Aha, okay. Und hier bitte hier die Karteninhaber, das ist hier Ihrer Vorname und Nachname. Wie steht auf Ihrer Karte? Wenn groß, schreiben Sie groß, wenn klein, schreiben Sie klein. Was soll ich klein schreiben? Ich bin der große Roland. Ihrer Vorname. Okay. Und bitte hier unten hier bitte die 16 Nummer hier von Ihrer Mastercard zusammengeschrieben, ohne Abstand, ja? Ohne Abstand, Mann. Ohne Abstand. Ja, Mann. Nehmen Sie Ihre Zeit. Ich muss ihm wieder gerade kurz aushelfen. Das ist sehr freundlich, Mann. Ja, es ist schlimm, wenn du mal nicht nüchtern bist. Ja, das, ich habe noch Restblut im Alkohol, Mann. Ja. Kein Problem, nehmen Sie Ihre Zeit. Das ist einfach so. Darf ich fragen, von wo Sie aus anrufen? Genau, sind Sie auch in Berlin? Also wir sind nicht in Berlin, wir sind in Bayern, in München. Oh, in München, da komme ich her. Genau, ja. Klasse. Oh, Heimatstadt. Wie läuft's in München? Heimatstadt. Oh mein Gott. Ja, es geht, ja. Das Wetter ist schön, nicht schlimm, ja. Oh mein, das sind wieder mal was her von Minga, das ist ja so schön. Kenan Sabur schreien mit mir. Wie bitte? Ah nein, vergessen Sie es, okay. Ich dachte nur, vielleicht wären Sie ein Eingeborener von München, aber hab mich nämlich doch geirrt. Nein, ich bin nicht München, ja. Ich komme nicht aus ich bin aus Frankreich, ja, ich bin Franzose. Ach so, okay. Oh, sag, ich muss ich dir gleich einen Witz erzählen, ja, und nimm mir das nicht übel, weißt du? Oh nee, lass das bitte, du erzählst die beschissensten Witze aller Zeiten. Ja, ist okay, dann lass ich das halt. Vielleicht später im Bett oder so, aber nicht gegenüber Leuten, die uns helfen wollen. Ist okay, Mann. Okay, dann bitte hier, Herr Roland, hier bitte, die 16 Nummer hier bitte von Ihrer Mastercard hier bitte zusammengeschrieben, ohne Abstand. Ja, Mann. Dankeschön. Wie spät ist das denn in München, Mann? Ist das da jetzt auch schon 21 Uhr? Wie bitte? Wie spät ist das in Bayern? Ach, Roland. Ich hab Sie nicht kurz verstanden. Ich auch nicht. Der hat gefragt, wie viel Uhr es gerade in München ist, in Bayern. Und ich meine, oh Mann, er ist manchmal schon so witzig drauf, wissen Sie? Als wenn München und Berlin andere Zeitzonen wären. Ja, Mann, das sind 8 Stunden Zugfahrt, Mann. Das muss doch da später sein als gestern. Ja, wenn ich quer durch Europa. Ja, Lass du mich gerade aus, Mann. Nein. Kopf los, Mann. Nein. Das ist gut, ist gut. Machen wir weiter. Alles gut, Mann. Oh, Entschuldigung. Ich war nur gerade gut Kein drauf. Problem, nehmen Sie Ihre Zeit. Ja, werden wir. Ich glaube, du musst die Kreditkartennummer eingeben, Rolli. Ja, Mann. Ja, mach doch bitte. Okay, nehmen Sie Ihre Zeit. Oder soll ich dir wieder helfen? Ja, bitte. Okay, ich halte sie jetzt direkt für die Augen. Was siehst du? Und ich tippe ein. Ja, ich werde es da reinschreiben. Ja. Ich meine, wenn die Nummer ja irgendwie falsch eingetippt wird, dann wird es das System ja schon erkennen, oder? Ja, keine Ahnung, Mann. Ja, nicht, dass jemand anders irgendwie belangt wird für den Dienst. Ach, Roland. Das ist ja der Sinn der Sache, dass es möglichst lange geht, Mann. Aber der Christoph wartet doch immer noch auf die Nummer. Ich halte die Karte dir immer noch für die Augen. Du müsstest das jetzt eigentlich gut genug sehen können. Ja, ich bräuchte eigentlich meine Hilfsdelfin. Also, wie ich habe Ihnen gesagt, bitte, die Nummer bitte zusammengeschrieben, ohne Abstand. Ich halte nie Abstand. Deswegen habe ich auch schon 6 Punkte in Flensburg, Mann.
Der Abschlag kam automatisch. Okay. Das ist seine Seite. Manchmal wünsche ich mir auch ein bisschen Abstand von Rolli, aber das ist ein anderes Thema. Was hast du, habe ich nicht verstanden? Ach, nichts. Ach so, mal. Und bitte die Ablaufdatum, bitte, von Ihrer Karte, ja? Ja, heute ist der 29.06., Bruder. Nein, Roland, gemeint war die Karte abläuft. Weißt du, wie ein Apfel oder wie ein Bier auf der Flasche. Da steht auch immer so ein Datum drauf. Auf dem Bier steht 2021. Nicht auf deinem Bier, jetzt auf der Karte. Ah, da ist doch ein vierstelliger Zahlencode sozusagen mit Schrägstrich dazwischen. Da siehst du, ich deute dir gerade darauf hin. Ich kann dir gerne mal meinen Schrägstrich zeigen. Oh, bist du ekelhaft. Ja, Mann, das ist einfach so. Ja, schräg nach unten oder nach oben? Ja, das ist die Frage. Brauchen wir noch einen Schuss, ja. Entschuldigung, bitte, er ist wieder komisch drauf. Sie müssten ihn mal erleben, weil er wirklich fies drauf ist. Genau, ja. Also, Ablaufdatum, da, ich deute dir gerade drauf hin. Und hier bitte, genau, und da sind hier bitte unten hier drei Nummern. Das sind Kryptogramm, finden Sie in der Rückseite von Ihrer Karte. Ach, Roland, so besoffen kannst du nicht sein. Ich halte dir direkt für die Augen. Ah, jetzt. Okay. Ja, Mann. Okay, wir gehen jetzt hier zum Überprüfen. Das ist hier ein Problem, ja. Das wird nicht funktioniert. Was? Leider, das ist falsch, ja. Es gibt hier etwas falsch, ja. Ja, das glaube ich auch, Mann. Es ist falsch, dass ich kein Tequila Sunrise mehr habe. Oh nee, jetzt sind die ganzen Daten weg. Kein Problem. Wie, die Daten sind weg? Ja. Wo sind die hingegangen? Guck mal, wahrscheinlich... Du hast vielleicht einen Zahlendreher gehabt, einen kleinen Zahlendreher, und jetzt ist alles wieder... Jetzt muss man wieder von vorne anfangen. Ich habe gar nichts gemacht, Mann. Du hast wieder... Boah, du schreibst nur Scheiße! Wie redest du mit mir, Mann? Ja, aber echt, jetzt bin ich doch langsam sauer. Wie lange sitzt du jetzt schon dran? Das wäre jetzt schon längst vorüber. Ja gut, nicht mit dem Computer reparieren. Aber wahrscheinlich wäre schon längst in der Reparatur, wenn du einfach mal ordentlich auf die Karte gucken könntest und nicht so viel saufen würdest. Alter, so hat noch niemand mit mir gesprochen, Mann. Ja, siehst du, dann wird's auch mal Zeit. Es tut mir jetzt echt leid, aber... Alter... Boah, die Drogen, nee. So eigentlich kein Respekt, Mann. Darf, bitte. Ob ich fragen darf, bitte. Hallo. Ob Nein, ich fragen darf. Ich muss mich entschuldigen, aber er ist wirklich unzuverlässig, wenn es auch nur um einfache Zahlen geht. Hier ja, ich will auch Handwerker, keine können Sie bitte anstelle von Ihrem Mann das machen, bitte? Hast du ein Problem mit mir, oder was? Nein, es gibt kein Problem. Bitte ganz kurz, bitte, ja, weil wir haben andere Leute, braucht deine Hilfe, ja. Ich spann dich auf den Bock, Mann. Tut mir leid, was? Ich dachte, ich hätte schon genug geholfen, wenn ich ihm einfach die Karte klar und deutlich vor die Augen halte, aber... Ich glaube, jetzt muss ich doch noch mal einen Witz erzählen. Ich verkaufe 5 französische Gewehre, nicht einmal abgefeuert, nur 2-mal fallen gelassen. Och Gott. War ja gut, Mann. Ich glaube, er hat ihn nicht verstanden. Okay. Verkaul unseren Techniker bitte nicht. Warum nicht? Ja, sonst ist absolut vorbei mit Filme gucken. Nee, ich muss die Filme ja gucken, Mann. Ja, dann sei bitte freundlich, ja? Ja, aber du darfst nicht meine Frau anmachen. Hier hast du die. Gut, okay. jetzt bin ich da. Also, Frau, ob ich fragen darf, benutzen Sie eine normale EC-Card? Eine normale Card? Besser als diese Mastercard. Eine normale EC-Card. Ich darf sie eigentlich nicht benutzen, nur mein Freund, aber wenn Sie so sagen, also es ist eine spezielle Mastercard im Gold-Design, spielt das eine Rolle? Nein, nicht spezielle Mastercard. Ich meine eine normale EC-Card. Ach so, normale Card. Wir sind jetzt nicht gerade... FC-Card? Wir sind jetzt nicht gerade Mitglied in einem Fußballclub, also... Dafür sind wir doch ein bisschen zu beschäftigt mit unserem Alltag. Wozu brauchen Sie die Vereinsnummer? Also die ich meine eine normale EC-Card, diese Automat-Card. Normale EC-Card. Ja, so eine darf ich gerade noch haben. Ja, hätten wir. Genau.
Ja. Genau. Okay, ich werde Ihnen einen anderen Zahlungslink schicken. Wir werden das machen, bis alles diese Mastercard, ja. Okay. Bleiben Sie bitte nur kurz am Apparat, ja. Eine kleine Moment. Na gut, danke schön. Schatz, da ist der Zauber auf unserem Balkon. Sie ist gegen das Fenster geflogen. Guck mal. Ach, süß. Wollen wir die behalten, wenn sie morgen noch lebt, Mann? Oh, die sieht aus. Die guckt genauso doof wie du. Ja, siehst du, so ein Grund, die zu behalten, Mann. Ja, weißt du, warum Tauben so geil sind? Warum die Headbangen die ganze Zeit so, die Headbangen so schön wie auf dem Metal-Konzert. Ja, die sind genauso geil drauf wie ich. Da kommt auch so eine Taube angemeddelt und dann geht das los. Ah, oh, süß. Oh, Rolli, magst du dich nicht mal hinlegen irgendwie? Bist du den ganzen Tag aufrecht und besoffen? Vielleicht hilft es ein bisschen, wenn dir etwas Blut von den Beinen ins Gehirn gelangt, dass du wieder klar denken kannst. Warum denn? Ja, warum denn nicht? Man weiß ja nicht. Vielleicht enttäuscht das ja die Leute. Ja, hallo? Stimmt auch wieder. Ja, Entschuldigung. Ja, ja. Okay, Entschuldigung, dass Sie ein bisschen Zeit warten, ja? Nur einen kleinen Moment, ja? Nein, ja, Moment. Ja, wir halten Sie ja auch genügend auf. Insofern brauchen Sie sich nicht entschuldigen. Bei Ihnen ist aber auch volles Haus. Das ist dicke Party, Mann. Ja. Das ist einfach so. Kopflos Roland macht die Show. Ich bin kopflos Roland, Mann. Geht jetzt der Support schon los? Nein. Weiß nicht, was der da macht. Ich habe nicht dich gefragt, ich habe den lieben Herrn Christoph gefragt. Was mit Christoph? Ja, er will jetzt von unserer EC-Karte Geld abbuchen, damit wir seinen Service bezahlen können. Ach so. Aber jetzt habe ich gerade den Eindruck gehabt, als wenn der Service schon losgeht, weil wir jetzt doch relativ lang warten. Weiß ja nicht, was macht man. Boah, wenn das 4-5 Stunden geht, dann müssen wir bis über Mitternacht warten, dass wir wieder auf YouTube können. Ich glaube, dann können wir Wodka Energy trinken, also bleiben wir wach, Mann. Ja, ich glaube auch. Ja, ist einfach so. Ja, ich koche mir meinen Ostfriesentee. Das Energy-Gesöff kannst du haben. Aber wir fangen jetzt hier nicht mit Ostfriesenwitzen an. Das geht zu lange dann heute. Nee. Du kannst, wenn, dann musst du damit aufhören. Er ist einfach so. Ist einfach so. Ja, Mann. Da scheinen aber auch ganz schön andere, viele Leute Probleme zu haben mit ihrem PC jetzt um die Uhrzeit. Hör dir mal das im Hintergrund an, Olli. Ja, Mann, da geht das richtig stark ab, Mann. Oh. Hallo? Christoph! Ja, hallo? Ah, Entschuldigung. Hallo? Ja, hallo. Entschuldigung, dass Sie ein bisschen Zeit warten, ja? Nein, Sie müssen sich ja auch einen Kaffee holen, ist in Ordnung. Warten Sie lang, Mann. Okay. Okay, was als nächstes bitte? Okay, ich würde Ihnen eine andere Zahlungslücke hier schicken. Jawohl. Zahlungslücke? Hat er schon wieder mir eine Zahlungslücke angesucht? Ich glaube, bei deinen Zähnen kann man eigentlich auch nicht mehr so viel ausrichten. Er meinte, glaube ich, sowas wie einen alternativen Zahlungsweg. Verstehe ich nicht. Alternative? Ach, vergiss es. Ja, bitteschön. Wenn Sie uns das mal zeigen können. Okay, das ist hier. Weil je schneller wir das umhaben, desto schneller haben wir unseren PC wieder, ne? Wie frisch geboren. Okay, sehen Sie hier. Das ist hier diese Zahlungslücke hier. Ja. Bitte hier, sehen Sie, das ist hier die Vorname hier von Herr Roland hier. Der Vorname von Roland ist hier. Immer noch Roland. Genau, ja. Das ist hier bitte die Straße hier. Das ist einfach so. Türkenweg, Mann. Der heilige Türkenweg. Ich sag's dir, Mann. Da ist Stimmung, Bruder. Und hier bitte die Stadt hier unten. Was für eine Statue, Mann. Berlin. Und hier bitte die E-Bahn. Das fängt mit die E groß geschrieben, ja? Einen E-Bahn.
Ivan. Ja. Was will denn das mit ist Ivan mit GE groß geschrieben. Ivan, Ivan? Das ist Ivan, Ivan, das ist so dieser Ivan, Superheld ja. von YouTube, Mann. Ja, ich warte immer noch drauf, dass Marvel das verfilmt. Vielleicht kommt das ja nochmal. Oh, dann gehen wir wieder ins Kino. Das ist einfach so. Oder ich lade den Film einfach runter. Wir haben jetzt Garantie, Mann. Oh, nee. Dann haben wir die ganze Scheiße nochmal. Das ist einfach so. Entschuldigung. Können wir das eigentlich auch mit Briefmarken bezahlen, oder ja. was? Ach, ich glaube nicht. Oder Flaschenpfand also, in deinem wie Fall. Ich sage, das geht bitte mit Ypsilon, mit Überweisung. Ja, bitte. Ich habe noch 30 Bierflaschen, Mann. Okay. Er hat okay gesagt. Ich glaube, das Hallo? Heißt ja. Ja, aber soll ich dir, kannst du dir physikalische Adresse vermitteln, Mann? Real physisch. Also, das ist. Also, wenn Sie eine normale Automatkarte haben, Sie, das finden Sie auf dieser normalen EC-Karte einen IBAN. Das fängt mit die EGOS geschrieben. Das wird, wie gesagt, eine Überweisung, ja. Blöd. Gemacht. Ivan, blöd. Oh oh. Genau. Ivan ist so toll, weil er Geld bezahlen soll. Oh, das muss ich notieren für ein Beat. Vielleicht wäre das ja was für Dragon Never A für seinen nächsten Track für den Kanal, Mann. Genau, ja. Er ist einfach so. Kennst du den Song, Mann? Also sind Sie fertig? Ich bin völlig fertig mit der Welt. Dankeschön. Da ist einfach so. So, jetzt habe ich auch ein bisschen auf die Tasten geguckt, dass er das auch richtig abtippt. Nicht, dass wir so ein Malheur nochmal haben. Oh. Ich weiß, es tut mir leid. So.